hängt jetzt schon ein totes, abgekniffenes Kabel drin. Oh, da kriege ich echt die Krätze, wenn ich sowas sehe. Heute kümmern wir uns mal ein bisschen um die ganze Beleuchtung am Heck. Ich habe jetzt schon mal die Scheinwerfer gelöst. Ach, die Hecklampen gelöst. Hier eine Nebelschlussleuchte an der Seite. Ich finde, das sieht auf jeden Fall schon mal viel besser aus als mit diesen ollen Anhängerlampen da hinten dran. Ja, mal schauen, wie wir das jetzt weitermachen. Ich habe auf jeden Fall gerade schon entdeckt, ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Tote Kabel, die hier rumhängen. Großartig, sowas liebe ich ja. Hier hängt noch eins. Ich habe schon die Befürchtung, dass das hier mal die Stecker von dem Originallicht waren, was hier hinten drunter war. Was das für ein Stecker ist, keine Ahnung. Ich hoffe, dass die wirklich tot sind und es nicht irgendwann zu Elektronikproblemen kommt, wenn da Dreck reinkommt. Aber das wird die Zeit zeigen. Oder ich muss das Kabel mal verfolgen, wenn ich die Verkleidung ganz runter habe. Kabel lag hier oben auf jeden Fall genug. Was mich auch ein bisschen verwirrt. Hier sind die ganzen Kabel von Licht rechts, links, Nebelschlussleuchte und hinten für den Stecker, für den Anhänger, der hier sitzt. Und das Ganze geht durch dieses dünne Kabel nach vorne. Also was das für ein Kabel sein muss, dass der ganze Wulst da durchgeht. Oh Mann, ey. Ich hoffe, dass da nicht irgendwann mal was durchbrutzelt, wenn man hinten mal irgendwie noch Arbeitsscheinwerfer oder so anbaut. Das muss man sich alles mal in Ruhe ansehen, sobald die Verkleidung mal ganz runter ist. Aber wir schließen jetzt erstmal die neuen Lampen an den alten Kabeln an. Habe ich schon hier liegen. Die kommen da jetzt dran. Zwei Stück, rechts, links. Und neue Kennzeichenbeleuchtung. Ich hoffe, dass die deutlich dezenter aussehen. Sind natürlich jetzt auch nicht klein, aber die kommen nachher richtig schön hier unter den Gepäckträger hier so drunter. Ich habe jetzt soweit die Kabel alle offengelegt. Ja, es waren ganz normale Quetschverbinder. Sonst nichts. Da ist kein richtiger Stecker, nichts Wasserdichtes. Es war wirklich nur umwickelt mit diesem Band. Dass es so sauber aussieht, liegt wahrscheinlich eher daran, dass es noch nicht, dass das ATV noch nicht wirklich Schlamm gesehen hat und nicht daran, dass es dicht war. Was ich auch schon großartig finde. Ach komm, fokussieren. Da hängt jetzt schon ein totes, abgekniffenes Kabel drin. Oh, da kriege ich echt die Krätze, wenn ich sowas sehe. Auf der anderen Seite sieht das natürlich genauso aus. Und ja. Gut, dass da noch nicht irgendwie Wasser reingekommen ist. Wer weiß, wo das Kabel hinführt. Ich werde jetzt nicht den Kabelbaum auseinanderschneiden von den Lampen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Kabel alle funktionieren und ich die neuen da dran anschließe. Aber das ist natürlich wieder so eine Sache, wo man sich denkt, warum macht man das? Das kann man doch einfach einmal abisolieren. Fertig. Nein, es wird einfach abgeschnitten. Einmal mit diesem komischen Band umwickelt. Und nachher mit diesem Flut. Boah, geht gar nicht. Bei der Nebelschlussleuchte habe ich ein bisschen mehr Glück gehabt. Die war tatsächlich nachgerüstet und einfach nur hier mit diesen beiden Dingern dran gesteckt. Über die Wasserfestigkeit von den Dingern lässt sich natürlich auch reden, aber die kann ich jetzt einmal richtig schön einpacken, abisolieren. Also so, dass da kein Wasser mehr reinkommt. Und damit ist das Thema Nebelschlussleuchte auch schon durch. Ja, neue Halterung ist fertig. Die wird jetzt hier auf der anderen Seite, die ja an den, außen an den Halterungen von den Reflektoren, die kein Mensch in Deutschland dran hat, die aber irgendwie trotzdem alle am Gepäckträger dran sind, die Halterung. Und hier hinten an der Halterung für die Nebelschlussleuchte habe ich jetzt aus Alu einen neuen Rahmen gemacht. Schon die Löcher vorgebaut für die neuen Lampen, die kommen dann jetzt hier drauf. Der Rahmen wird jetzt aber erst noch lackiert. Und dann haben wir jetzt nachher schön unter dem Gepäckträger so eine kleine schwarze Leiste, wo die Lampen verbaut sind. Oh, ich habe jetzt mal probeweise die ersten Stecker zusammengesteckt. Hat ja auch nur 3 Stunden gedauert und kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ich bin einfach kein Elektriker. Aber das Licht leuchtet. Blinken tut es auch. Zu schnell. Heißt also neues Relais.
Und Bremslicht funktioniert auch. Nächster Tag. Die Leiste ist lackiert und wieder trocken. Schön in mattschwarz, so wie es sich gehört. Ein paar Schichten Klarlack drüber, dass es hoffentlich ein bisschen länger hält. Und ja. Stecker sind auch fertig, rechts und links. Ich habe tatsächlich noch einen Vierer gefunden, deswegen muss ich jetzt auch nichts nachbestellen, außer Relais. Bei den Lampen sind auch die Pole fertig. Heißt also, jetzt können wir die anbauen. Und es ist geschafft. Neun Lampen fügen sich schön oben ein. Flache Design und aber flaches Design. Die steht ja hinten schon recht hoch und ist jetzt schön dezent drunter. Jetzt mal schön eingelassen hier. Da kommt auch nichts dran. Gepäckträger ist davor. Stehen noch weit genug hinter diesem Schutzblech. Das heißt, da fliegen auch nicht so, mehr oder weniger, nicht so viele Steine gegen. Ich hoffe, dass die dann noch ein bisschen halten. Ja. Kann hinten auch schön, wenn man hinterher fährt, wenn man Staub frisst, Kawasaki lesen, so muss das. Die ganzen Kabel habe ich jetzt hier hingepackt. Da kommt nachher das Kennzeichen wieder hin. Das kommt ja hier dran. So, und dann sieht man das auch nicht mehr. Das ist ja eigentlich die Lücke, wo der eine einzelne Original Scheinwerfer drin ist, der ja in Deutschland alleine nicht zulässig ist, deshalb ist da ja mal umgebaut wird. So, was ich jetzt noch machen muss, hier ist die Kennzeichenbeleuchtung. Die muss ich natürlich noch anschließen. Das Kabel hängt jetzt erstmal lose. Da muss ich erstmal gucken, wo ich das anschließen kann. Da bei den vorherigen Scheinwerfern die Kennzeichenbeleuchtung auf der Innenseite war und jetzt natürlich nicht mehr vorhanden ist, muss ich mir da noch was Neues überlegen. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht mit ins Video packen. Ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwo mit anschließen kann oder ob ich ein neues Kabel legen muss. Das muss ich schauen. Ja. Was jetzt natürlich noch gemacht wird, ich kann es mal den Blinker zeigen. Blinker sind da schön aus mit dran. Blinkt natürlich jetzt so ein bisschen schnell. Neues Relais ist unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinterhänge, ob das mit bei ist im Video. Die habe ich, werden auch direkt mit ausgetauscht. Wenn ich ein neues Blinkerrelais für LED bekomme, dann müssen die natürlich ausgetauscht werden gegen LED. Wegen den scheiß Löchern in der Verkleidung, damit man die nachher nicht sieht, habe ich genau dieselben Blinker nochmal gekauft als LED. Das heißt, da wird sich jetzt optisch nicht viel ändern. Ich glaube, bei den neuen ist das Glas weiß. Das heißt dann quasi, das sieht dann nicht mehr so scheiße orange aus, aber ansonsten wird das optisch gleich bleiben. Mal gucken, ob ich das hier noch hinterschneide oder nicht. Ihr werdet sehen. Godzilla.